Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Rechtsanwalt und heute geht es um einen Beitrag zum Strafrecht. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts München, wonach der Vergleich eines Richters mit Roland Freisler von der Meinungsfreiheit gedeckt sein kann. Spannender Fall. Ein Rechtsanwalt hatte sich in eigener Sache vertreten. Das soll man ja schon mal nicht machen. Und wie man hier sieht, kann das auch schief gehen. Der hatte einen Richter, also die Arbeit des Richters so eher, mit dem Handeln von Roland Freisler verglichen. Und das war ja dieser Richter am Volksgerichtshof der Nazis und ist immer eine sehr, sehr unangenehme Person. Man kann ihm sicherlich auch bei YouTube und im Internet Filme finden, wie der da rumgeschrien hat, wie so ein Irrer und so. Also das war eine ganz üble Gestalt, anerkanntermaßen. Und es ist auch nicht so, dass hier dieser Vergleich irgendwie unproblematisch war, denn das Amtsgericht München hatte zunächst einmal diesen Anwalt, der das so gemacht hat, diesen Vergleich gemacht hat, zu 60 Tagessätzen 100 Euro verurteilt. Das ist für eine Beleidigung nicht wenig, weil ab 90 Tagessätzen ist man vorbestraft. Ja? Und nun ist die Frage, warum hat das Oberlandesgericht jetzt gesagt, nö, das ist keine strafbare Beleidigung, beziehungsweise wir heben jetzt quasi die Verurteilung auf. Es geht ganz zusammengefasst und im Wesentlichen darum, dass das Oberlandesgericht sozusagen unter dieser Rubrik Kampf ums Recht, da gestattet man Anwälten relativ viel. Das ist auch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dass man da sagt, da muss auch ein Richter, der beruflich ja, im Rahmen des Kampf ums Recht, also der Rechtsanwalt will in die Richtung, der Richter will in eine andere Richtung, dass da man nicht zu dünnhäutig sein darf. Nun muss ich sagen, persönlich, wenn man mich das vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, nee, das ist too much. Also Roland Freisler ist echt zu viel. Das muss auch ein Richter sich im Rahmen so einer Situation nicht bieten lassen. Hier sagt das OLG, die Beeinträchtigung der Ehre von Richtern muss gegenüber der Meinungsfreiheit grundsätzlich zurücktreten. Und zwar immer unter dem Aspekt, dass es letztendlich vom Ziel her dem Anwalt um die Durchsetzung legitimer prozessualer Rechte geht. Also OLG lässt das Ganze hier unter einer quasi überpointierten Kritik an der Arbeit im Rahmen noch des Kampf ums Recht gelten. Ja, ich kann das gar nicht so großartig werten. Ich kenne auch das Verfahren nicht so sehr im Detail jetzt. Ich fand es nur unter zwei Aspekten erstaunlich und habe es deswegen hier so als Anlass genommen. Zum einen nochmal darauf klar hinzuweisen, wer das einfach so macht, außerhalb vom Verfahren, da ist das hier eindeutig eine Beleidigung, ja, ganz übles Ding. Ja. Wenn man jetzt aber im Rahmen eines Verfahrens sich bewegt, dann ist da ein anderer Maßstab anzulegen. Ich empfehle trotzdem immer, zum einen Anwälten nicht sich selbst zu vertreten, das ist klar, aber ich empfehle auch nicht hier diese Grenzen auszuloten. Egal, ob das jetzt strafbar ist oder nicht, für mich ist das ein schlechter Stil. Natürlich ärgern wir als Anwälte uns manchmal schon sehr über Richter und ich finde durchaus auch zu Recht, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Richter sich ja auch über uns ärgern. Und Richter wiederum können diesen Ärger so einfach jetzt nicht Luft machen. Die können uns, und das machen auch Richter, durch andere Dinge bestrafen, was ich sehr unangenehm finde. Ja. Aber das ist jetzt hier nicht heute das Thema. Aber sie haben mit Sicherheit nicht die Möglichkeit, in diesem Maße hier zurückzukottern, denn dann kriegen sie einfach einen Befangenheitsantrag und fliegen aus dem Verfahren. Und insofern bin ich durchaus da auch ein bisschen zurückhaltender.
jetzt zu sagen, das geht für mich hier in Ordnung. Dass aber grundsätzlich Anwälte jetzt nicht, dass man in der Auseinandersetzung auch vor Gericht, die teilweise unter großen Spannungen stattfinden, wo man auch als Anwalt eine Menge aushalten muss, nämlich dass jemand anderer juristischer Meinung ist und manchmal wirklich aus Sicht des Anwalts absolut abartiger juristischer Meinung. Das passiert, ja, wenn ich in einem bestimmten Gebiet einfach total spezialisiert bin und habe dann einen Richter, der da eben nicht so viel Ahnung von hat, dann kommt mir das ganz schnell ganz komisch vor, was der da erzählt. Dabei meint er das gar nicht komisch, der entscheidet es eben nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen. Ja. Insofern, wie gesagt, ich finde es grenzwertig, aber so ist die Rechtsprechung des OLG Münchens. Ich würde mich darauf nicht verlassen, ich würde auch diesen Stil nicht pflegen, aber es ist ja mal trotzdem interessant zu sehen, wie weit das noch geht. Wir werden sehen, was da noch so kommt. Ne? Das Bundesverfassungsgericht hatte ja entschieden über Beleidigung von Anwaltskollegen auf der Gegenseite so, ja. Und da geht auch relativ viel in Kampf ums Recht, ja. Aber dass das nun auch gegenüber Richtern so weit geht, von Richtern gedeckt, interessant. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.